Herzlich willkommen, mein Freund. Willkommen hier wieder auf meinem Kanal. Der ein oder andere von euch, der auf meinem Kanal schon mal unterwegs war, hat meinen Kanal-Banner schon mal gelesen und da steht ja drauf, besser wissen, was man kauft. Und zu dem Thema passt natürlich nichts Besseres, als die günstigen versus die teuren Produkte gegeneinander antreten zu lassen und zu vergleichen, ob es einen geschmacklichen Unterschied gibt. Ja, das haben wir letzte Woche auch schon gemacht. Ich habe euch gefragt, wollt ihr den zweiten Teil sehen? Ihr habt gesagt, ja, hier bin ich mit neuen Produkten. Und zwar habe ich dieses Mal gekauft Monte, Pringles, Bananensaft, Cola, Maggi-Würze und Oreo. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem allerersten, und zwar Oreo. Und zwar sind das, ich hoffe, die originalen Oreos, weil die sind in so einer komischen Special-Verpackung, keine Ahnung. Sie haben auf jeden Fall 1,29 Euro gekostet. Gegenüber die nachgemachten Twins heißen die für 79 Cent. Zuallererst mal das Original. Und jetzt mal die sogenannten Twins. Also ich schmecke keinen Unterschied. Die sind günstiger, deswegen ist das der Winner. Machen wir weiter. Und zwar Coca-Cola für 99 Cent gegen River Cola für 30 Cent. Und ich glaube, hier wird es einen Unterschied geben, weil Coca-Cola hat hier so eine geheime, streng gehütete Rezeptur. Und ja, probieren wir es mal. Das schmeckt... ehrlich gesagt. Das schmeckt nicht wie die Cola. Also ich gehe hier ganz klar mit der Cola. Wie dem auch sei, wir machen weiter mit Pringles, und zwar die klassischen Paprika Pringles für 2,79 Euro gegenüber den Stapel Chips, auch Paprika-Geschmack für 1,19 Euro. Ich bin total erstaunt, waren die schon immer bis hier oben voll? Ich habe das irgendwie in Erinnerung, dass die nur bis weiter unten voll sind. Ja, probieren wir. Hier ist nämlich genau der Fall, die günstigen Chips, einmal eine kleinere Verpackung, und dann sind die auch nur bis hier unten so gefüllt. Also ich bin der Meinung, hier sind deutlich weniger drin als hier. Die Pringles schmecken besser. Es sind mehr drin. Klar, kostet auch mehr. Aber dafür haben wir diesen sympathischen jungen Chipsmann da vorne drauf. Sympathisch. Und wir machen direkt wieder weiter. Und zwar mit Monte für 1,99 € gegen Tropi für 79 Cent. Und da bin ich jetzt wirklich mal gespannt, ob man da einen Unterschied feststellen kann oder ob die beide gleich schmecken. Ich würde sagen, wir probieren. Was auch sonst. Zuerst der originale Monte. Probier mal nur das Weiße. Und da muss ich sagen, was mache ich hier mit den Löffeln eigentlich? Und da muss ich sagen, gibt es keinen Unterschied bis jetzt. Mal gucken in dem dunkleren Teil davon. Ja, klassischer Monte, schmeckt schön nach Haselnuss. Und hier beim Tropi schmeckt auch noch Haselnuss. Also ehrlich gesagt, gibt es keinen Unterschied. Schmeckt echt genau gleich. Das finde ich ein starkes Stück. Monte 2 Euro fast und Tropi, Tropi? Für 80 Cent. Da gehe ich diesmal mit Tropi. Jo. Kommen wir zu meinem Lieblingssaft, nämlich Bananensaft. Darauf bin ich persönlich sehr gespannt, ob man da einen Unterschied zwischen dem Granini und dem Rio Doro Saft was schmecken kann. Achso, Preise. Der Granini Saft kostet 1,99 Euro und der Rio, wie heißt das? Rio Doro kostet 85 Cent. Gewohnter Geschmack. Es gibt auch hier keinen Unterschied. Außer natürlich in der grandiosen Verpackung von Granini. Im Endeffekt geht es ja aber um den Inhalt. Da haben wir hier bei beiden 1 Liter. Und geschmacklich gibt es tatsächlich keinen Unterschied. Deswegen in Zukunft hier Rio Doro und Granini dann doch lieber im Regal lassen. Wir kommen zum letzten, und zwar Maggi. Maggi-Würze und zwar im Preis für 1,79 Euro gegen Würze für 89 Cent. Und ich habe lange mit mir gehapert, wie soll ich das jetzt eigentlich probieren. Aber ich beiß in den sauren Apfel und nehme einfach mal von beiden einen Löffel voll. Ja, ich weiß noch nicht, ob das eine gute Idee ist. Aber ich teste für euch hier einfach mal. Ist auch egal. Ein Löffel Maggi-Würze. Ja, schmeckt wie Maggi-Würze.
Seid sehr intensiv, so ein Teelöffel voll. Uiuiui. Perfekt, den muss man erst noch aufschneiden. Jetzt hier das günstigere Produkt. Das schmeckt ganz anders. Also es schmeckt noch nah genug an Maggi-Würze, dass man sagen kann, das Produkt versucht, das Produkt nachzumachen, schafft es aber wirklich nicht. Also vielleicht habe ich jetzt auch ein bisschen übertrieben mit einem ganzen Teelöffel voll mit Maggi-Würze. Aber ich bin trotzdem hier bei dem originalen Maggi-Würze. Und das ist mein Gewinner. Das Zeug, keine Ahnung, verschenke ich. Oder was weiß ich. Auf jeden Fall weißt du jetzt Bescheid, welche Pringles, welche Monte, Maggi, was auch immer du dir kaufen sollst. Du weißt also besser Bescheid, was du kaufen sollst. Deswegen bleibt nur noch eins. Abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke, damit du auch kein Video mehr verpasst. Dann bist auch du ein Besserwisser. Mir bleibt nur noch zu sagen, ich bin Dan Pace, ich bin raus. Ciao!